Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lego City Undercover. So, ja, wir haben gerade Nachricht von unserem Chief bekommen. Wir sollen uns um eine Entführung kümmern. Könnte wetten, dass die auf der Apollo-Insel fliegende Autos entwickeln. Warte mal, gerade jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich hier hochkomme. Da ist, glaube ich, eine Treppe. Was geht ab? Nö. Hallo? Wie komme ich hier hoch? Ich muss ein bisschen Randale machen hier. Da ist eine Treppe. Sehr schön. Winnie Pappalardo soll ja kein besonders netter Zeitgenosse sein. Juhu, ein Tag Hallo. Frei. Dass ich nach Lego City So, ich würde sagen, wo müssen wir eigentlich hin? Da hinten rum. Danke fürs Auto. Das ist ein Notfall. Was ist denn das bitte für einen ja. Diener, der Schokoladentabu? Aus dem Weg. Geh doch mal weg da. Heiliger Bimbam. Da ist aber auch ganz schön schnell unterwegs. Hier die kleine Kiste. Hoppala. So, mal gucken, wo wir hin müssen. Und mit wem was da zu tun haben mit der Entführung. Gut, gehen wir mal durch den Gegenverkehr. So, wir sind auch schon da, oder was? Ich brauche einen blauen Farbwechsler. Wo kriege ich den denn nur her? Sollen wir hier uns mal umgucken. Einen blauen Farbwechsler. Ich sollte eine Karte für Sie besorgen. Au! Hier wohl nirgends. Verdammt. Falsche Farbe benutzt. Hab es wohl verpasst. Drüben im Park oder so, mal gucken. Das war interessant. Hey! Ja, dann geh mir halt aus dem Weg. Nee, hier nicht. Oh Mann. Wo kriege ich jetzt den blauen Farbwechsler her? Hoffentlich kriege ich den Job. Sie ist echt nett. In der Statue können wir nichts machen. Hier ist ein Lego-Shop. Wenn du nicht mal da bist, degradiere ich dich so weit, dass du vor Polizeihunden salutieren kannst. Ja, entschuldige bitte, aber du Blödmann, ich brauche einen Farbwechsler. Ist hier was drin? Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Ah, das ist ein Beamer. Hoffentlich ist das die richtige Straße. Gucken wir bei uns da rein. Ja, da ist ein blauer Farbwechsler. Sehr schön. Guten Morgen. Das ist hier so eine Farbwechselstube anscheinend. Gut, dann nehmen wir mal den hier. Schlupp. Jetzt müssen wir hier wieder raus. So. Jetzt gucken wir doch mal, ob es jetzt was gebracht hat. Nee, Quatsch, falsche Person. Den brauchen wir. Ja, das sieht gut aus. Hey, hepp. Hey, hepp. Hey, hepp. So.
muss man irgendwie... Ach du meine Güte, was ist... Ach du meine Güte. Ja, das wird ja ein Spaß. Mit Polizisten nicht mehr so klappt. Können wir auch zum Zirkus, als Trapezkünstler. Ich darf unterfallen. Ich werde festgehalten gegen meinen Willen. Hört mich jemand? Ach Gottchen, ach Gottchen. Ja, ich höre sie. Ich meine, abgesehen von meinen Entführern. Ja. Stoppt ihn! Ach du Scheiße. Seid ihr für Halunken? So. So, mein Freund. Endstation. Sehr schön. So, dann brauchen wir hier wieder den Astronauten. Halt. So. Was? Achso. Einfärben. Toll. Nein, falsche Richtung. So. Kannst du mal da hochklettern jetzt? Was ist das hier? Nix. Gut. Jetzt hier an die Wand springen oder was? Müssen wir jetzt hier machen? Nur noch ein Tag und dann ist endlich Urlaub. Och nö, oder? Hey, was geht? Ist doch Käse jetzt. Wir müssen jetzt. Ah. Das Ganze komplett nochmal machen, oder was? Wo waren das jetzt? Jetzt aber los. Ja. So ein Scheiß. Wo sind die ganzen Tauben hier? Hey! Ah, so. Nein, 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 nein. Bleib da hängen. So. Und tschüss. Sehr gut. Oh. Nein! Nein. Wieso ist denn hier nicht irgend sowas zum dranhängen? Aus dem Weg jetzt. Keine Zeit. So. Perspektive ist halt auch so ein bisschen blöd manchmal, dass man sich die Perspektive nicht aussuchen kann.
So, jetzt aber, komm. Da hoch. Und jetzt hier rüber ranspringen. Ey, das gibt's doch nicht. Mein Freund behauptet, einen Mondpark in der Stadt gesehen zu haben. Voll neben der Spur. Was ist das? Für einen Dieb. Ein Zeitdieb vielleicht, ja. Ich euch eure Zeit klaue hier mit meinen Faxen. So, kann ich jetzt hinter das Männchen? Nee. Nee, ich werd wahnsinnig. Das ist zu knapp. Wie habe ich denn das einmal gemacht, ey? Ich muss, glaube ich, rennen, sonst komme ich da nicht rüber. Schon wieder urlaubsreif. Fühle mich ausgepowert. Das gibt's doch nicht. Oh. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und täglich grüßt das Murmeltier. Die blau-weißen Punkte an der Wand. Mein Freund behauptet, einen Mondbuggy in der Stadt gesehen zu haben. Komisch. Das ist aber doch nicht euer Ernst jetzt. Wieso springt denn der da nicht? Wenn ich diese Stadt leid bin. Ich verstehe es gerade gar nicht. Hier rennt er doch auch da an die Wand ran. Warum macht er das da hinten nicht? Warum bremst er da jedes Mal vorher ab? Was geht ab? Neues? Jetzt springt er gar nicht. Au! 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 Entschuldigung, aber ich bin gerade ein bisschen stinkig. Auf ein neues. Thank you.
Die auch. Irgendwie noch eine andere Möglichkeit. Da komme ich nicht hin. Nee. Keine Chance. Und ich komme auch hier nirgendwo. Da. Na geil. Da komme ich nicht durch. Was ist denn das für eine Scheiße hier jetzt? Ach Mann, ey. Heute habe ich echt viel zu tun. Bleib doch da hängen, Mann! Das habe ich gut drauf, das muss man sagen. Was machst du denn da? Ich sollte meinen freien Tag sinnvoller nutzen. Was ist der Gangster für ein Tempo? Ah, endlich. So, und jetzt ich weiß genau, dass ich es hier irgendwo gesehen habe. Bleib auf dem Dach. Scheiß Taubennerven. Flugsaurier. Was denn jetzt? So, jetzt kletter bitte da hoch. Oh Mann. So, erstmal ein paar Stats hier einsammeln. So. Alter. Ich sterbe hier gerade 1000 Tode. Was ein fieses Level, ey. Nein! Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ah.
so ätzend, dass man hier auch nicht irgendwie dann, wenn man sagt, okay, man hat einen gewissen Punkt erreicht, dass da nicht irgendwie so ein, ja, dass da irgendwie dann, dass man da abkürzen kann oder so, dann, dass man alles nochmal machen muss. Und ich wette mit dir, ich werde jetzt hier wieder die Wand nicht hochkommen. War mir so klar. Mein Boss hat sich tatsächlich auf eine dicht ins Knie. Jetzt verdiene ich wohl mehr als er. So, das ist der letzte Versuch. Und dann schmeiße ich erstmal den Controller in meinen Fernseher. Dass hier irgendwie so ein Safe-Punkt gibt oder so. Das wäre so schön. Das ist so ätzend, dass man hier alles nochmal machen muss. Und teilweise echt nur aufgrund von der Perspektive, dass ich da das unterschätze oder falsch abspringen oder wie auch immer. Mann, wie cool war das denn? Dave? Dave! Boah! Da, ein Vordach. Wäre das ein Actionfilm, würde da sicher einer drauffallen. Ah! Au, das tut richtig weh. Kann der Tag noch schlimmer Vordach werden? Vordach vorbeigefallen. Grundgütiger Himmel, Rettung naht! Verhaften Sie diese Männer! Schnappt ihn! So. Gibt's auf die Glocke, Freunde. Staub abklopfen und ab in die Mitte, junger Mann. Genau. Zeigen Sie es denen. Das waren einige Zweier. Ha, die Tracht Prügel hat er verdient. Nicht unterkriegen lassen. Vorzüglich, ganz alte Schule. Na komm her. Komm du, Almöhi. Was machst du denn jetzt da oben? Boah, bitte nicht runterfallen jetzt. Nein, was ist denn jetzt?
geschieht diesem Raufbold nur recht. Los, immer auf die 12. Schubs. Glück. Sehr schön. Ja. Danke, junger Mann. Ich dachte, mein Schicksal wäre besiegelt. Nicht solange ich da bin, Sir. Die schicken womöglich Verstärkung. Daher sollten wir umgehend aufbrechen. Mein Wagen müsste noch in der Nähe sein. Wir sind leider spät dran, Chase. Kamst aber wohl auch ohne uns klar. Ich denke, die Polizeistation wäre der sicherste Ort für mich. Würden Sie mich fahren? Ich bin noch etwas mitgenommen. Fahr ruhig. Ich sag dem Chief Bescheid, dass du Mr. Blackwell ablieferst. Wir bleiben hier und kümmern uns um die Gang. Ja, super. Danke. Ich bin untröstlich. Ich habe Sie gar nicht nach Ihrem Namen gefragt. Ich bin Chase. Chase McCain. Wir sind uns auch nie begegnet. Chase McCain. Sieh an, wie unglaublich winzig die Welt doch ist. Seltsam. Vor kurzem erst sprach ich mit einem Bekannten über Sie, junger Mann. Darüber, was Sie durchstehen mussten, um Rex Fury zu verhaften. Er weiß, dass es nicht Chief Dumby war? Nein, nein. Einige von uns sehen die Dinge von damals etwas klarer als andere. Frei jeglicher Meinungsmache. Eine Schande, dass Rex ausbrechen konnte, was er wohl alles anstellen wird. Wer weiß. Diese Männer, wer waren die eigentlich? Ohne Frage Umweltaktivisten. Die mögen mich nicht besonders. Und wieso, wenn ich fragen darf? Das wissen Sie nicht. Ich dachte, das wäre bekannt. Es war alles nur ein bedauernswertes Missverständnis, das nun hinter mir liegt. Wichtig ist nur, dass Sie in Sicherheit sind. Ob meine Sicherheitsleute das wohl auch so sehen? Ja. Der hat eine unglaublich unsympathische Stimme, finde ich. Na, das ist ja nett. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass wir immer noch alle Herzen haben vom Auto. Guter Tag für eine Spazierfahrt. Ja, Spazierfahrt trifft's. Sie nehmen wohl die Panoramastrecke. Okay, aufpassen, ja? Sind wir schon da? Da wären wir. Mr. Blackwell, ha, ich bin ja so froh, Sie zu sehen. Hab kein Auge zugemacht. Danke nochmals, Chase. Sie schlafen während der Arbeit? Ich? Warum gehen wir nicht hinein? Danke. McCain, es ist Zeit für mich zu gehen. Aber wir werden uns sicher wiedersehen. Das reimt sich, ja. Was ist denn das für ein komischer Kerl? So, das war eine sehr aufreibende Mission und ich würde sagen, wir lassen es mal gut sein für heute. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen abreagieren. Das Telefongespräch nehmen wir noch an. Natalia! Ich brauche vielleicht, ich betone, vielleicht deine Hilfe. Ich konnte meinen Dad in keinem anderen Büro von Chan finden. Und? Ich habe auf seinem Schrottplatz nachgesehen und jetzt stecke ich hier fest. Wie bitte? Ich war verzweifelt. Es ist doch mein Dad, Chase. Und was, wenn ich John erwischt? Niemals. Ich bin sehr gut versteckt. Hey, wessen Füße sehe ich da hinter meinen Vorhängen? Hilfe! Natalia? Natalia! Doofe Nuss. Ellie, du musst mir helfen und der Chief darf davon nichts erfahren. Schieß los! Natalia steckt auf dem Schrottplatz fest und ich brauche Verstärkung, um sie da rauszuholen. Natalia Kowalski? Was geht da vor sich? Lange Geschichte. Kannst du mir helfen? Klar, ich kenne ein paar Officers, die gerne hinter dem Rücken des Chiefs operieren. Sie werden sich mit dir beim Schrottplatz treffen. Die bringen dir eine Verkleidung mit. Chan soll dich ja schließlich nicht erkennen. Danke, Ellie. Damit hast du einen Stein bei mir am Brett. So, dann werden wir wohl in der nächsten Folge Natalia retten.
Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns in der weiteren Folge Let's Play Lego City Undercover. Ich sage einen schönen Abend noch und tschö mit Ö.